Hallihallo und herzlich willkommen hier am heiligen Sonntag bei Zapunzels Orakel. Ich konnte es nicht lassen. Ich habe einfach Bock, hier eine Legung zu machen, diese Vollmondenergien zu nutzen, um zu gucken, was macht das mit Onkel Otto? Hängt er schon im Geburtskanal? Wo ist er unterwegs? Was dreht sich gerade bei ihm? Es ist gerade viel Umbruch und Aufbruchstimmung. Und ja, ich möchte einfach die Lage nochmal beleuchten. Morgen gibt es dann eher mal wieder eine Gegenüberstellung, weil es ist ja auch wichtig, dass du reflektierst, was macht das alles mit dir. Natürlich kann ich da nie jeden Einzelnen da abholen, wo er gerade steht. Das ist nicht möglich in der Kollektivlegung, aber einige bin ich doch in der Lage anzusprechen und du entscheidest bitte für dich, was du hier an Impulsen für dich mitnehmen möchtest und was eigentlich nicht zu dir gehört. Und wie gesagt, es gibt auch einen Knopf, da kann man mich ausschalten. Man kann mir natürlich auch. Aber ich bedanke mich für alle Likes und für alle Kommentare und für all die Menschen, die da so beständig teilweise an meiner Seite sind. Das ist genau die Bestätigung, die ich brauche, um hier jeden Tag oder mal fast jeden Tag mich an diesen Tisch zu setzen und zu gucken, wie die Kollektivenergien eben so sind. Trotzdem wird das halt nie so genau auf dich zutreffen können wie eine private Legung, aber ich denke, das versteht jeder. Liebes Universum Spirit, ich wüsste gerne, was ist die Grundenergie heute im Onkel Otto Team? Da haben wir schon was. Ist das schamanische Seelenorakel und da werde ich mein Buch zücken müssen, weil der Sammler, er sammelt, er sammelt, er sammelt. Er hat da, oh, ich habe heute auch eine tolle Feder gefunden. Ne, er sammelt Erfahrungen, er sammelt vielleicht aber auch Eindrücke. Ich schaue mal ins Buch, bevor ich jetzt hier irgendwie anfange, mich zu verirren und zu verwirren. Also bei dieser Karte möchte Folgendes mitgeteilt werden. Bevor wir anfingen, Getreide anzubauen, haben wir uns an den Gaben der Natur bedient, ohne selbst etwas zu säen oder zu pflanzen. Der Sammler findet selbst an Stellen, an denen das ungeschulte Auge nur unfruchtbare Erde wahrnimmt, Samen, Nüsse, Beeren und wilde Kräuter in Hülle und Fülle. Der Sammler ist der Ernährer, der Jäger und der Gärtner, der sich und die Seinen für die lange Winterzeit, in der kaum Fleisch zur Verfügung steht, mit Wurzeln und Gemüse versorgt. Doch hortet er nichts, weil er auf die endlose Fülle, von der er umgeben ist, vertraut. Er ist also dabei, sich gerade anzuschauen, was steht ihm zur Verfügung, welches Potenzial gibt es da. Das ist eine Karte, die ankündigt, dass für ihn eine Zeit der Fülle ansteht, eine Zeit der Fülle auf ihn zukommt und er hat momentan so das Gefühl, eigentlich ist doch alles, was ich mir im Leben wünsche, vor meiner Nase. Eigentlich muss es mir an nichts mangeln. Und da kommt das Ding mit dem halb vollen und dem halb leeren Glas wieder ins Spiel. Er beginnt tatsächlich so seine Perspektive zu verändern und dankbar zu sein, was er alles hat im Leben, was sich ihm gerade so offenbaren möchte. Ja, das ist eigentlich eine super Überschrift. Wir schauen aber mal weiter. Lass mich gerade gucken, da sind sie. Ich habe hier echt ein paar viele Decks. Manchmal muss ich wirklich suchen, obwohl die meist an der gleichen Stelle liegen. Aber ja, was beschreibt den Seelen-Otto heute noch? Wie ist seine Energie-Spirit? Eine Karte reicht. Da hat sich eine gedreht und eine wieder zurück. Ich nehme sie trotzdem beide, soll so sein. Ja,
Der beginnt die Seele ein klein bisschen baumeln zu lassen. Der kommt so langsam etwas in den gechillten Modus. Er hat gerade so eine Energie in sich, die ihn sehr entschlossen und auch verantwortungsbewusst handeln lässt. Er hat einen klaren Verstand zur Zeit, geht klug vor, geht geplant vor und wir wissen, also für viele im Kollektiv trifft das zu, dass der liebe Onkel Otto eine Zeit hatte, wo er echt Schwierigkeiten hatte, Dinge zu fokussieren oder halt, wenn er ein Ziel hatte, da rannt es wie ein Hamster im Rad, ohne Sinn und Verstand, mit dem Kopf durch die Wand. Das war ein schöner Reim, fand ich. Nein, er geht jetzt sehr scharfsinnig vor, weil er aus der Vergangenheit seine Erfahrungen gemacht hat. Seine Unabhängigkeit ist ihm nach wie vor ziemlich wichtig. Aber es gelingt ihm gerade mit der Vergangenheit ein Stück weit abzuschließen. Wie gesagt, er ändert den Blickwinkel. Das haben wir jetzt hier in doppelter Art und Weise. Ich glaube, er kommt auch zu der Einsicht, dass da an dieser Stelle er ganz schön dankbar sein darf, was gerade so passiert in seinem Leben. Ich weiß jetzt noch nicht, ob sich das auf die Liebe bezieht oder einfach auf seinen Lebensumstand. Wir gucken gleich mal, was sich noch so zeigen möchte. Auf jeden Fall ist er voll im Umdenken und möchte die Dinge anders machen als bisher, weil sein Leben bisher so ein Stück weit eine Sackgasse war. Wie ich eben sagte, ne? Dann wollte er zu viel und zu verkrampft irgendetwas und ist dann mit dem Kopf vor die Wand gerannt und da möchte er irgendwo raus aus dieser Situation. Ja, gucken wir mal. Er ist jetzt gerade so, ne? An einem Punkt, wo er praktisch so ein kleines Reset macht. Boah, da muss ich jetzt gerade mal wegsetzen. Es riecht ja gut, aber pff, zu viel ist zu viel. Spirit, seine Gedanken. Da ist er. Das, was bei dir gestern im Reading das Ergebnis war, darüber macht er sich für sich auch Gedanken. Er weiß, dass er zunächst diese Verbindung zu sich selbst pflegen muss. Das hat ihm immer Schwierigkeiten bereitet. Ich möchte den Berg bitte noch ein bisschen klären. Was geht es da genau? Eine reicht mir bitte, Spirit. Ja. Er hat sich bisher gerne mal den Weg gestanden, wenn es darum ging, sich selbst Wünsche zu erfüllen, die Freude in sein Leben einzuladen. Habe ich oft von gesprochen, er sabotiert sich oder hat sich gerne mal selbst sabotiert. Aber mit den Überschriften, die da, ne, liegen, mit dieser Energie, jetzt wirklich Altes loszulassen und zu neuen Einsichten zu kommen und umzudenken, denkt er jetzt gerade viel über seinen Bezug zu sich selber nach. Ja, und fasst den Entschluss, es in der Zukunft leichter angehen zu wollen. Er hat keinen Bock mehr auf diese Klötze, die sich da immer vor seine Füße legen. Was möchte sein Herz denn erzählen? Ihr seht es, ne? Ja, okay. Ja,
Könnte gut sein. Er braucht dann noch so ein bisschen Zeit, weil das halt, ne, scheinbar so eine Art Transformationsprozess ist, in dem er steckt. Könnte auch sein, er sucht noch mal irgendwo bei dir nach irgendeinem Rat, um, wenn seine Sicht ein bisschen vernebelt ist, wieder Klarheit da reinzubekommen. Das heißt nicht, dass es besser wissen muss, aber vielleicht kann es ihm einfach einen lichtvolleren Blickwinkel präsentieren, und das genau wird ihm verhelfen, auf der Herzebene da wirklich in seine Aktivität, in sein Leuchten, in seine Kraft zu kommen. Das ist eine komische Reihe jetzt für die Herzebene, aber ja, sieht wohl so aus bei einigen ja, vom Onkel Otto Team. Jetzt hätte ich noch gerne, wie geht es denn dann da weiter? Wenn sein Herz dann anfängt zu strahlen, was sind dann da seine nächsten Schritte? Er kann die Ängste, die Sorgen, die Schwermütigkeit, die dunklen Gedanken wirklich hinter sich lassen. Die wird er zurücklassen. Ja, wo geht es denn dann hin, bitte? In die Klarheit, in die Heilung, ins Wachstum und in die Neuausrichtung, denn das ist seine Aufgabe zurzeit. Zu gucken, ne? Was ist an Potenzial alles da, was steht mir schon zur Verfügung, welche Möglichkeiten habe ich. Und jetzt machen wir das auch mal ein bisschen anders als sonst. Ich lege jetzt hier jeweils noch eine zweite Karte drauf und guck mal, ob sich da noch was an Informationen bei mir anschleichen will. Ja, unten drunter liegt der Sieg. Das wird erfolgreich alles werden. So, wenn er über sich nachdenkt, dann fängt er an, sich selbst die Hand zu geben. Er söhnt sich mit sich selber aus. Hat von sich vielleicht hier und da nicht das beste Bild gehabt, hatte vielleicht auch Schuldgefühle in irgendeine Richtung, whatever. Aber er beginnt sich mit sich selbst zu versöhnen. Und das ist ja schon mal ein super, super Ausgangspunkt. Wie gesagt, entscheide, ob das auf deinen Ottochen zutrifft. Weil, wie gesagt, und das, was die Verbindung angeht, die Verbindung zu sich selbst, aber auch eure Verbindung, was steht da? Da steht, ne, das wird erfolgreich enden. Das wird erfolgreich enden. Lass ihn seine Schritte machen in aller Ruhe. Kümmere dich in der Zeit gut um dich selbst. Das wird zum Erfolg fühlen. Ja, und was es ihm manchmal so ein bisschen schwer noch gemacht hat in der Vergangenheit, wovon er sich jetzt hoffentlich oder scheinbar, ne, mit diesen Überschriften wird er sich davon lösen, das ist das Geschwätz von außen. Entweder wirklich Freunde oder Menschen in seinem Umfeld, die da immer wieder versuchen, ihm was einzureden, was eigentlich nicht seins ist. Oder aber das Geschwätz aus der Vergangenheit. Du hast es so zu tun, du hast es so zu machen. Eine Beziehung hat man so zu leben und dies macht man so und das macht man nicht. Ja, so dieses Judgment, was mir immer schwer fällt nachzuvollziehen, das hat ihm das Leben immer, ja, schwerer gemacht, als vielleicht nötig war. Vielleicht hat er auch gedacht, er hat kein Ansehen bei anderen und hat sich davon abhängig gemacht. Weiß der Geier. Aber da wird er eine andere Sicht zu einnehmen. Und das kann ihm eigentlich nur gut tun. So, geht weiter. Die Zeit war da unten. Buh. Nee, also es ist wohl schon so, dass ihr beide seit einiger Zeit miteinander auf der Reise seid, auf dieser Seelenpartnerreise. Ja, und wenn ihr kommuniziert, dann bitte aus dem Herzen heraus, im Namen der Liebe.
Weil das ist ja das, was zwischen euch besteht. Er führt ja keinen Wettkampf, er macht ja keine Competition. Geht liebevoll miteinander um. Auch wenn ihr vielleicht, ne, was zu debattieren habt, mit Respekt, mit Würde, mit Anstand, mit Liebe. Aus dem Herzen raus, nicht aus dem Kopf. Welche Botschaft bekomme ich noch hier? Ich bin hier so ein kleiner Chaot auf meinem Tisch. Was ihm immer so ein bisschen Dunkelheit ins Leben gebracht hat, das war vielleicht seine, man kommt es hier so an, seine finanzielle Situation, die war nie beständig. Er wusste vielleicht nie so wirklich, was steht mir in der nächsten Woche noch zur Verfügung oder was bekomme ich an Einnahmen. Diese Unbeständigkeit hat bei ihm immer für dunkle Momente gesorgt. Aber da die Sonne direkt dahinter liegt, wird es auf jeden Fall, ne, da auch einen guten Ausgang geben und er wird ins Licht gehen. Und wie ich es eben sagte, hier liegt der Ratsuchende daneben. Es kann gut sein, dass er sich noch mal so ein bisschen verirrt hier und da. Und dann wird er auf dich zukommen und dich um Hilfe bitten. Und wenn du dann mit ihm kommunizierst, ja, dann liebevoll zeig ihm den Weg ins Licht. Das ist die Message an viele von euch. Der Sinn des Lebens. Wir haben auch lange nicht verstanden. So, und weiter geht's. Genau, das, was ihm lang das Dingens hier, das Leben ein bisschen schwer gestaltet hat, das waren halt eben die Ängste, die noch in ihm geschlummert haben. Er stellt aber fest, dass es nicht zu viel führt, dass ihm einfach nur im Weg steht. Gut, dann kann man nicht Schnipp machen, es ist einfach weg. Aber indem man eben, wie hier in der Überschrift beschrieben, den Blickwinkel, eine neue Perspektive einnimmt, die Dinge einfach mal anders betrachtet, ja, dadurch sind Ängste sehr wohl in der Lage, aufgelöst zu werden. Da hat jeder so seinen Werkzeug, das er nutzen kann, aber du darfst ihm zutrauen, er arbeitet daran, er hat es auch schon begriffen. Ja, auf dem Sarg liegt das Fehlen. Ich glaube, in den nächsten Schritten könnte es gut sein, dass er keinen Bock mehr darauf hat, das Gefühl zu haben, dass du ihm fehlst. Da wird ein Ende kommen, dass du ihm nicht mehr fehlen musst. Denn er weiß, dass du eine gütige Frau bist und wird über dich wirklich die Klarheit erlangen, die er braucht, um dann eine Entscheidung zu fällen. Was möchten die Engel der Liebe? Nach wie vor geht verspielt miteinander um. Wenn Gespräche auf euch zukommen, bitte achtet auf die Warnsignale. Hier bei ihm ist gerade Priorität 1, liebe zuerst dich selbst. Das gilt aber auch für viele aus dem Kollektiv. Einige haben das schon begriffen, wie es geht. Es ist ja alles ein Prozess und es ist einfach so, dass die Selbstachtung einen attraktiver macht für die Liebe. Die Love Oracle Cards, was erzählen die? Ein Statement bitte zu Onkel Otto. Er schickt dir heute Küsse. Er schickt dir heute ganz viele Küsse, steht da mit seinen Flügelchen und er hat begriffen, dass es in der Liebe wirklich ums Geben und Nehmen, ums Nehmen und Geben, um die Balance geht. Dass er dich liebt, das steht nicht in Frage. Und er möchte auch an dieser Liebe, an dieser bedingungslosen Liebe weiterhin arbeiten und hat begriffen, dass er dadurch halt, ne, zuerst mal an sich arbeiten muss und achte auf die Warnsignale. Ich habe erst gedacht, was soll denn das jetzt an der Stelle? Weil ich glaube, ihr kennt euch und die meisten kennen sich schon recht gut.
und wissen, wie man wann miteinander am besten umgeht. Ich glaube, er ist auch aufgefordert, auf die Warnsignale zu achten, weil sein Körper ein guter Kompass ist. Und ist er an der Stelle, dass er, oh, das wird aber ein langes Orakel, ich glaube, ich mache jetzt gleich mal Feierabend, ist er an der Stelle, wo er anfängt, über sein persönliches Limit zu gehen, sagt sein Körper eigentlich Bescheid. Und wenn er da nicht drauf achtet, ja, dann. Ich glaube, das ist so ein Hinweis. Wir machen nun den Blick hinter die Kulissen. Er sagt dir Folgendes von Herz zu Herz. Das Ganze ist göttlich geführt, gefügt. Und du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Nach wie vor ist es wichtig, dass ihr miteinander lacht, denn Lachen ist der beste Heiler und die beste Therapie. Bleibt verspielt miteinander. Und wenn er gerade für dich nicht so greifbar ist, ne, wenn er so ein bisschen untergetaucht ist, ja, dann folge deiner Intuition, mach das, was du, ne, was sich richtig anfühlt. Du kannst aber sicher sein, er verehrt dich. Er verehrt dich. Ich möchte jetzt noch eine Mondorakelkarte dazu ziehen, springen lassen und dann lassen wir es gut sein für heute. Eigentlich hätte ich Bock auf eine Energiesession heute Abend. Ich muss mal gucken, ob mir da was zu einfällt. Wenn, dann werdet ihr benachrichtigt für die, die es interessiert. Ich überlege gleich mal, was mir da so einfallen möchte. Ja, genau. Er fängt an, das große Ganze zu betrachten. Ist eine super Entwicklung. Ist vielleicht wieder ein bisschen anders als das Orakel gestern oder vorgestern. Aber wie gesagt, ich nehme immer, wir sind nicht alle auf einem Level unterwegs im Seelenpartnerprozess. Auch wenn viele Dinge Synchronizitäten aufweisen, sind die Level doch immer so ein bisschen unterschiedlich. Er fängt an, ne, den großen Plan hinter der ganzen Sache zu begreifen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag heute. Lasst es euch gut gehen. Good Vibes, bleibt gesund und bis morgen.